malten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Wie die Kaja. Wieso? Keine Ahnung. Es hat ihnen vermutlich etwas bedeutet. So wie meinem Volk und den Tenakt. Ich finde halt, mein Gesicht passt zu mir, wie es ist. Das tut es. Da ist sie ja. Wie ich höre, hast du Theben gefunden. Wie war's? Irre, Lava. Ich kann nicht klagen. Ich werde es mir für meine nächste Reise merken. Immerhin habe ich alles, um Hephaestus zu kriegen. Gut, dass meine Ausrüstung bereit ist. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Du siehst müde aus. Ha! Du nimmst kein Blatt vor den Mund, was? Ich habe nur überprüft, dass auch alles für deine Mission bereit ist. Ich will es diesmal nicht versauen. Du schaffst das schon, Erend. Ich muss jetzt gehen. Sobald wir zu den Brutstätten aufbrechen sollen. Ich sag dir dann Bescheid. Ein Blick in dein Gesicht sagt mir, die Mission war ein Erfolg. Habt ihr Omega-Freigabe? Sind alle bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Sobald du uns Bescheid gibst. Ist Alva heil hier angekommen? Unsere neue Quen-Freundin? Als sie die Archive erblickte, stürzte sie sich darauf wie ein Langbein. Das klingt doch gut. Jetzt, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen und sind den Zeniths endlich überlegen. Ich bin gespannt auf ihre Gesichter, wenn sie die angreifenden Donnerkiefer sehen. Besser sie als wir, zur Abwechslung. Diese Mission wird nicht einfach. Ich hoffe, du hast nicht mit dem Training nachgelassen. Riskieren, dass Zoe mich verprügelt? Ich liebe mein Leben. Du hast die Omega-Freigabe gefunden, das sollte helfen. Hätte ich bloß nur das gefunden. Ich wusste, Theben würde mich zu Ted Farrow führen, aber ich hätte nie gedacht, dass er so enden würde. Wie schlimm war es? Schlimm. Er zerstörte die Welt und verkroch sich, nachdem er die Retter getötet hatte. Ich finde, er hat bekommen, was er verdient. Das hat er. Geht es dir gut? Ich dachte gerade an Beta und all die Zeit, die sie bei den Zeniths verbracht hat. Der Gedanke, dass jemand einen Menschen erschafft, nur um ihn einzusperren und bei Bedarf wie ein Werkzeug zu benutzen. Elizabeth Sobeck hat sich für die Welt geopfert und trotzdem behandeln sie Beta einfach wie eine Sklavin. Noch ein Grund, sie aufzuhalten. Ich sollte das zu Gaia bringen. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Willkommen zurück. Schön, wieder da zu sein. Kennst du schon unseren Quen-Gast? Ich konnte kaum mithalten, als sie sich die Basis anschaute. Val gab ihr einen neuen Fokus. Aber als er ihr sagte, dass sie frei auf all unsere Daten zugreifen darf, wurde sie so bleich, dass ich dachte, sie wird ohnmächtig. Wir haben ihr das Archiv gezeigt, damit sie es nutzen kann. Seitdem hat sie es nicht verlassen. Klingt nach Alva. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Du hast also mit Gaia geredet? Ja, sie war so nett, ein wenig von der Geschichte der Alten zu berichten. So wie ihres Untergangs und der heldenhaften Taten ihrer Schöpferin, Elizabeth Sobeck. Ich war überrascht zu sehen, dass sie du war.
gestorben und wiedergeboren. Ich kann nicht behaupten, es zu verstehen. Die Zeniths haben Beta benutzt. Aber Val scheint sie zu trauen. Unglaublich, dass sie ihm gesagt hat, dass die Zeniths unsterblich sind. Alte, die den Kreislauf des Lebens und Verfalls verlassen haben. Ich habe noch nie sowas Egoistisches gehört. Der Erde den sterbenden Körper zu verweigern. Dem Leben, das an ihrem Platz blühen würde. Es ist widerwärtig. Ich muss jetzt weiter. Ja. Du hast die Omega-Freigabe. Das heißt, wir können bald Hephaestus jagen. Meine Ausrüstung ist bereit. Hologramme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Und das scheint genutzt zu werden. Was versteckt sich denn da in der Datei? Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich! Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay. Wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Du hast Eric Visser erwähnt. Woher kennst du ihn? Der Zenith, der dich töten wollte? Die Quen kennen ihn als den Beschützer. Die Analyse seiner Arbeiten brachte uns bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Waffen und Militärtaktiken. Wissen, das unsere Herrscher für Eroberungen nutzten, um zu dem Reich zu werden, das wir jetzt sind. Deshalb gehört er zu unseren am meisten verehrten Ahnen. Doch nach deiner Begegnung mit ihm zu urteilen, scheint er noch gnadenloser zu sein, als wir uns vorgestellt hatten. Eine weitere verzerrte Interpretation des Vermächtnisses. Zumindest setzt du Teile der Wahrheit zusammen. Wenn doch unsere Aufseher zu Hause das Gleiche tun würden. Beta hat andere Zeniths erwähnt. Tilda, Verbena und Gerard. Ich fürchte, über sie weiß ich überhaupt nichts. Welches Vermächtnis sie hinterließen, konnten die Wahrsager nicht aufdecken. Du hast deinen neuen Fokus benutzt. Es war faszinierend. So viel besser als die Version, die die Quen haben. Zum Durchsuchen hätte ich Jahre gebraucht, etwa für die wiederhergestellte Datenbank. Damit konnte ich Suchparameter einrichten, um den Prozess zu beschleunigen. Dies könnte revolutionieren, wie Wahrsager das Vermächtnis analysieren. Das heißt, die Teile, die die Aufseher uns tatsächlich studieren lassen würden. Ich denke, du kennst noch niemanden wirklich gut, aber sie sind eine gute Truppe. Schon lustig, denn eine davon ist, naja, genau wie du. Nicht, dass ihr die gleiche Person seid, das nicht. Ich meine schon. Also genetisch seid ihr beide Elisabeth Sobek. Und trotzdem verschieden. Ja, sind wir. Ich muss los, aber wenn du irgendwas brauchst... Ich möchte dir nur helfen, deine Mission zu erfüllen. Der Plan, von dem Gaia berichtet hat, zur Ergreifung von Hephaestus, bringt wieder alles in Ordnung? Hoffentlich. Dann werde ich tun, was ich kann. Versprochen.
das auf. Willkommen zurück. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren, wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Baal, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Baal und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elisabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elisabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt?
Beta. Du bist nicht kaputt. Beta. Schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich geh mit. Du sagst, du willst mich beschützen. Ich glaube dir. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Zeniths uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Versprochen. Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, Aloy. Hey, Gaia. Also, Beta und ich, du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand, war es mal eine Pharaoh-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Pharaoh Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Come on.
Alles klar. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Beta, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Gaia, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgehen. Stärke gegen Maßnahmen. Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreife Schäden vor. Eventualfall 13F. Halt, was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung. Ein Riss? Ja. Anlage aktiviert. Starte. Autonome Vereinigung. Anweisung neutralisieren. Also sind Maschinen auf dem Weg. Achtung! Da kommen sie! Okay. Sei vorsichtig! Alles okay? Bleib weg! Aloy! Hilfe! Zurück! Zurück!
Sicherheit, Aloy. Okay? Alles okay. Aloy, Hephaestus kann ich denn... Er muss Hephaestus finden und ihm aus einem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Ich finde einen anderen Weg rüber. Aloy, ich habe mich in deinen Fokusfeed gepatcht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da. Produktionskammer. Hephaestus plant irgendwas, keine Frage. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich wette, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaestus. Mal sehen. Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit... dem Energieknoten. Das könnte klappen. Ich glaube auch.
Folge auf einem der Metallwagen mitfahren. Kommen noch mehr Maschinen. Peter! Hephaestus lässt mich nicht an den Knoten. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal nach. Thank you.
Sollte er sich nicht zu gemütlich machen. Rüber. Hey Loy, es kommen mehr Maschinen. Bitte sag mir, dass du bald fertig bist. Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was. Hey Loy, ich komme hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität. Ich glaube, wir schaffen das, Aloy. Thank you.
Okay. Ich muss loslassen. Die Maschine ist... Schon wieder. Das klingt nicht gut. Ich versuche den Zugriff wiederherzustellen. Produktionskapsel 059 bis 284 aufarbeiten. Keine Munition mehr. Notfallablassung von der Pipeline.
Update. Jetzt kannst du überbrücken. Gute Arbeit. Du hattest mehr zu tun. Okay. Der Feste gehen allmählich die Verstecke aus. Aloy? Ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Ihr auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die Hephaestus gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Peter. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Pass auf dich auf. Thank you.
geschafft! Es müsste noch einen letzten Knoten geben. Gut. Halt dich bereit. Ich schicke Hephaestus zu euch zurück. Hephaestus. Okay, Hephaestus ist zurück im Kern. Sorgt dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Und dann starten wir die Verschmelzung. Alles dank dir, Beta. Ich bin froh, dass du hier warst. Du, Val. Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Ja, gleichfalls, Aloy. Umgehung ist fertig. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Verschmelzung müssen wir Hephaestus' bösartigen Code entfernen. Vorsichtig. Zeit gekostet. Eric, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Nein! Eloy!
Na endlich. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Lasst uns heute Belastung! Ja. Peter! Val! Wo bin ich? Ah, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst die anderen Zeniths. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück? Okay. Lieblingsstücke, die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Mein Freund ist tot. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Einen Trauernden. Um was trauert er? Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem.
Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Ein Porträt von Rembrandts Sohn Titus, der eine Mönchskutte trägt. Ich verstehe das nicht. Warum sollte jemand wie du mit unendlichen Ressourcen sich um dieses Bild eines Jungen scheren? Es geht nicht um das Bild, sondern die Gefühle, die es auslöst. Das Gesicht ist klar und scharf. Doch der Blick gesenkt, als wäre ihm Unglück widerfahren. Und der Hintergrund scheint alles nicht zu verschlucken. Das Gemälde scheint Verlust darzustellen. Ich glaube, ich kann mich niemals dahin hineinversetzen. Wunderschön, oder? Gemälde sind nicht die einzigen Meisterwerke aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Das hier ist Van Vianen. Schon fertig? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Das müssen wir beide. Wir versuchen so vieles zu retten. Und davon ist gar nicht wenig im Tresor. Es ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern. Da bist du ja. Geht's dir besser? Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf Hephaestus. Weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein kleinen Trick angeht, es war eine sensorische Überlastung. Und eine Energieentladung. Gerard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setz mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast Unglaubliches gesehen. Was du in 2 Jahrzehnten erreicht hast? Ich habe 1000 Jahre hinter mir und komme nicht mal entfernt daran. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Du bist wirklich von Elizabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien.
Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist. Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind, lassen wir gemeinsam Elisabeths Traum wahr werden. Beta hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elisabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Bitte hör auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleich macht. Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tenakt-Hauptstadt. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mithilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann. Er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee Gerards Verteidigung durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich habe gesagt, dass ich helfen will. Ich meine es ernst. Du sagst, Beta sei nicht in Gefahr. Was machen die Zeniths mit ihr? Sie arbeitet. Und soll Hephaestus und Gaia verbinden. Schwierig und zeitaufwendig, wie du sicherlich weißt. Wenn nötig, zwingen sie sie. Aber ihr Leben ist nicht in Gefahr. Nur sie kann die Aufgabe erfüllen. Weil ihr sie zu nichts als einem Werkzeug gemacht habt. Gerards Idee, nicht meine. Sie haben mich immer misstrauisch beäugt, wenn ich versuchte, irgendwie nett zu ihr zu sein. Deshalb schuf ich den Datenkanal. Einen virtuellen Ort, wo wir uns unterhalten konnten. Und von diesem Kanal mit Beta hat keiner der anderen Zeniths je erfahren? Gerard glaubt, er ist der Gerissenste von uns. Selbst nach 1000 Jahren kann er sich nicht vorstellen, dass ich ihn überliste. Durch den Kanal konnte ich mit Beta sprechen, ohne überwacht zu werden. Wir konnten einfach wir selbst sein. Bis du den Kontakt abgebrochen hast. Ja, auch wenn es schwer war. Ich war besorgt, dass unsere Treffen ihr mehr schadeten als nützten. Und sie fühlte sich weggeworfen. Ich hatte Angst, dass sie uns erwischen und sie bestrafen. Vielleicht hatte sie keine Freundin mehr, aber immerhin habe ich für ihre Sicherheit gesorgt. Es klingt hart, aber du musst mir glauben, dass ihr Wohlergehen immer am wichtigsten war. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Ich habe dieses Haus gebaut, um uns vor jedem Sturm zu schützen. Ein sicherer Hafen. Nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber ich
werde es nie bereuen, dieses Haus mit ihr geteilt zu haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Beta sagte, deine Kolonie wäre zerstört worden. Dass du nirgendwo hin konntest als auf die Erde. Das stimmt. Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, einen Planeten im Sternsystem Sirius, haben wir 2 Jahrzehnte ein neues Heim gebaut. Die physikalischen Grenzen der Erde, die Einschränkungen der Sterblichkeit, weg. Was wir damit hätten bewirken können. Es hätte eine Utopie werden können. Stattdessen stagnieren wir in mühelosem Komfort und virtuellen Realitäten. Es brauchte einen Kataklysmus, um uns aus unserer Trance zu reißen. Was ist passiert? Ein weitreichendes geologisches Ereignis. Wir wussten, dass der Kern des Planeten instabil war, haben es aber unterschätzt. Als der Kollaps kam, war es schon zu spät. Nur einige schafften es rechtzeitig zum Schiff. Wir nahmen Kurs auf die Erde. Den einzigen sicheren Ort, den wir hatten. Den du für alle anderen unsicher gemacht hast. Nicht ich. Gerard. Er hält es für besser, eine neue Leinwand anzufangen, als die alte zu retten. Keine primitiven Stämme mehr, keine Kampfmaschinen mehr. Einfach ein neuer Anfang, bei dem alles möglich ist. Aber wir halten ihn auf. Wir müssen nur in diese Basis kommen. Woher weißt du von Silence Plan? Er ist nicht der Einzige, der sich mit Spyware auskennt. Du hast seinen Fokus gehackt? Nein, dazu ist er zu vorsichtig. Aber seine Untergebenen, die sind nachlässiger. Er hat den Stämmen, die zu den Söhnen des Prometheus gehören, eigene Fokusse gegeben. Ich habe sie angezapft und viel über seine Machenschaften erfahren. Die Überbrückungstechnologie, die Bewaffnung der Tenakt-Rebellen und der geheime Pakt mit Regala, Gerards Basis, anzugreifen. Aber wie hat er eine Waffe gebaut, die deine Schilde überwinden kann? Gerade das habe ich noch nicht herausfinden können, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem funktionieren wird. Damit und mit der Tenakt-Armee ist sein Sieg zum Greifen nahe. Eine Schande, dass er enttäuscht werden wird. Erst Val, dann Hekao und die Tenakt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation. Aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elizabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders, dann können die Tenakt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst, öffne ihn! Was machen Sie mit ihr? Dissoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikromanagement. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Beta, kannst du mich hören?
du lebst. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein. Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen, okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Dann ist es vielleicht möglich. Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nun gut. Ich habe getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seine Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die wären? Mein Freund zur Ruhe betten. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. Erend, bist du da? Aloy! Aloy, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay, wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zu hören, Aloy. Damit du es weißt, ich habe mich in dein Fokusnetzwerk gepatcht. Na toll. Dann können uns die anderen sie jetzt nicht hören? Natürlich nicht, und sie wissen auch nichts von deiner Basis, wenn du dir deswegen Gedanken machst. Ich habe dir Daten zu den Horus-Energiezellen geschickt, die du gegen Regalas Truppen einsetzen kannst. Sag Bescheid, wenn du eine davon holen willst. Verstanden. Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey! Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hekaru zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia! Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay, was haben wir vor, hä? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Zeniths ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa.
So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Vals Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihn in Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Val sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun, immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Steh Hikaru bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehn. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Zuallererst sollte ich mal nach So sehen. Es klang wichtig. Alles kommt wieder in Ordnung. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich dachte, du würdest gegen ein paar Tenak kämpfen. Ich wollte vorher bei dir vorbeischauen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich mache... wie alle anderen auch nur Schadensbegrenzung. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Das weiß ich doch. Oh, gut. Gut, dass du da bist. Finde ich auch. Ich muss jetzt weiter. Wir sollten uns beeilen, bevor Kotalo Regalas ganze Armee alleine besiegen will. Und tu mir einen Gefallen. Verschwinde nicht einfach wieder, okay? Ich gebe mir Mühe. Hier, Aloy. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und... über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat.
Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht. Aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Mit dem Land und so ist es auch mit uns. Ich erwarte ein Kind, Aloy. Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt. Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen. Wir werden zwischen den Blüten sitzen. Und den Sonnenaufgang anschauen. Ich konnte ihm nie... nie danken. Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat... mich auch nie aufgegeben. Er wusste es immer. Leb wohl, Val. Ich verspreche, ich passe auf sie auf.